Viele Christen kämpfen damit, dass sie nicht wirklich wissen, wer sie in Christus sind. Mit was sie berufen sind, mit welchem Ruf sie gerufen sind. Und sie kämpfen damit zu wissen, wer bin ich wirklich in Christus. Da sind sehr viele Gedanken über das, was man tun sollte, wie man sich verhalten sollte. Aber dieses Eigentliche im Herzen, diese Gewissheit, ich bin außergewöhnlich. Ich bin von Gott berufen. Weißt du, wir sind vom Allerhöchsten berufen. Im 5. Mosebuch lesen wir, Gott, der wundertuende Gott. Das ist der Gott, dem du und ich dienen wollen. Und sein Ruf geht an uns. Ich möchte dir heute mit einigen Bibelstellen wirklich darin helfen, ein Verständnis dafür zu bekommen, wer du bist und dass du mit einem heiligen Ruf gerufen bist. Da lesen wir, wir sind berufen von Gott, dem Vater, geliebt und in Jesus Christus bewahrt. Das gilt für dich und für mich. Eine Berufung zu bekommen, das ist ein Mandat zu haben. Eine Berufung zu bekommen ist, auf einen weiten Raum gestellt zu werden mit einer Autorität, die mich abdeckt. Eine Berufung zu haben, ist etwas mit meinem persönlichen eigenen Namen gerufen zu sein. Ich bin berufen von Gott, dem Vater, und geliebt in Jesus Christus, und der Heilige Geist lebt in mir. Er ist ausgegossen in mein Leben. Ich bin berufen von Gott, der von sich sagt in seinem Wort, ich bin, der ich bin. Ich bin unveränderbar. Ich bin derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Weißt du, der, der uns berufen hat, der dich und mich berufen hat, der hat uns auf einen Felsen gestellt, der Christus heißt. Du hast einen Ruf, ein Mandat auf deinem Leben. Und das macht dich zu einer Person, die herausgenommen ist aus der Welt, obwohl du in der Welt lebst. Aber du hast eine Würde, eine Majestät, eine Autorität bekommen durch den Ruf Gottes auf deinem Leben. In der Bibel lesen wir, du bist durch die Gnade Gottes berufen. Und die Berufenen empfangen die Verheißung des ewigen Erbes in Christus. Du wirst eine Ernte haben. Du wirst in den Dingen, die Gott dir sagt, als ein Berufener, als eine Berufene, du wirst die Dinge tun, die Gott auf deinen Weg legt. Du wirst die Berufung, die Saat, die Gott in dein Leben gelegt hat, es wird zum Wachstum kommen. Du wirst Ernte haben. Du wirst ein Erbe haben in Christus. Und diese herrliche Verheißung in Offenbarung, die möchte ich dir auch mitgeben. Da lesen wir, und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist Herr der Herren und König der Könige. Und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte. Du wirst eine Ernte haben, nichts weniger als das. Streck dich nach dem Großen aus, was Gott auf dein Leben gelegt hat. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, sagt Gott. Das ist nicht ein etwas, was dich einengt, sondern es ist etwas, was dir Autorität, Würde, angenommen sein schenkt. Du bist mein. Fürchte dich nicht. Du bist mein. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das ist etwas, was uns gehört. Das ist das Erbe der Kinder Gottes in Christus Jesus. Gott hat mehr für dich.